Moin moin und heidi ho ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Harveys neuen Augen. Wir sind bei unserer Rollenspielgruppe angekommen und mit denen wollen wir doch jetzt erstmal reden. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Oh, vielleicht können wir die mitnehmen. Oh. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Sehr schön. Oh, roter Vorhang. Dann haben wir direkt schon mal was Rotes. Das ist doch gut. So, jetzt reden wir aber erstmal mit dem König. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogebecher. Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigor. Bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Oh, oh. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Schnappt euch euer Notizbuch. Stelle sie uns Pizza. Ja, was soll's denn für eine Pizza sein? Ich hab ja schon eine, ne? Ich will Brokkoli auf die Pizza. Aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Das Ding ist, ich weiß tatsächlich, worum es ging. Also, die haben ja alle eine Sehschwäche. Das, was sie beschrieben haben, sind alles die Zutaten, die wir aus dem Kühlschrank genommen haben. Und die wollen irgendwas nicht drauf haben. Das heißt, wir müssen das, was wir aus dem Kühlschrank genommen haben, in einer der Farben einfärben, die die Person, die es nicht mag, die dann nicht sehen kann. Das heißt, wir müssen unbedingt an diese Farb-Pissoirs. Drogelbecher! Tja, du hast die gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch. Okay. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher! Ich will ja nichts sagen, aber so Pen and Paper, also ich hab's eigentlich immer ganz gerne gespielt. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Total. Aber ich hätte gern das Kissen von Drogelbecher.
Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Droggelbecher? Meine Droggy. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Oh, Droggelbecher. Juhu, wir haben was Grünes. Brauchen wir nur noch was Gelbes und was Blaues. Droggelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Droggelbecher, 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 Droggelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Was? Droggelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, Feuerfreund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein. Okay, gut. Pizza für den König. Pizza für den König. Können wir eigentlich da rein? Habe ich das schon ausprobiert? Die Tür war fest verschlossen. Kann man vielleicht hier so... Die Tür war schade. Fest. Gut. Aber wir machen erstmal hier unsere... zwei Sachen. Was hast du da? Zeig mal her. Oh ja, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nimm mich ruhig pingelig. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Ist ja nicht so schwer. Das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. So, jetzt brauchen wir noch Blau und Gelb. Okay. So, dann machen wir jetzt mal was Feines. Und zwar... die Kreditkarte. Oh. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Juhu! Mal gucken. Hey, wo ist mein Inventar hin? Oh nein, ich habe Stärke. Ich das mit Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, machte sie ihre Wäsche lieber weich. Okay. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Okay, aber wir haben ja eine neue Lochkarte. Gucken wir mal, wo die reinpasst. Ha, geil. Oh, wir können mit dem Bienenmann reden. Hallo, Freunde. Der hat einen gelben Schal. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrbahn? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit.
Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Hm. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Hm. Aber wir haben ja so eine schöne Duftkerze, vielleicht ist die ja was für den Bienenmann. Ich bin skeptisch. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Ja, dann müssen wir das Verbot wohl wieder aufheben. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Das heißt chemisch. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Du kannst nicht fliegen. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Oh, der Bienenmann, ich mochte den so. Abgesehen davon, dass der ein Bienenkostüm getragen hat, war der voll in Ordnung. Das Laken war makellos weiß. Ich brauche immer noch was Blaues. Harvey ist blau. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das gelbe Pissoir ruhig so oft du willst. Das war bereits frisch gewaschen. Das war bereits frisch gewaschen. Verdammt. Ah, Droggy hat natürlich auch noch ein blaues Kissen auf dem Kopf. Kann man das nicht irgendwie kriegen? Nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Jetzt warte mal. Probieren wir mal. Oh. Aber Lilly, was tust du denn da? Bis spät. Ja. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Dann jetzt vielleicht die Stärke? Lilly wusste, dass man Stärke, aber so lange harte Wäsche. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Das war aber hübsch. Das Tuch erinnerte Lilly an eines, das ihr die Oberin weggenommen hatte. Das Feuerknall brauchen wir für
eher für was anderes. Ich kann ich ja Drogelbecher überreden, mir jetzt ein blaues Kissen zu geben. Das Kissen stand ihm gleich viel besser. Wie schön, du bist wieder da. Drogelbecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Trete sie vor. Unterrichte. Okay. Gut, dann doch wieder zum Färben. Also ich habe das Gefühl, dass wir dieses Seidentuch verwenden müssen. Und irgendwie müssen wir da ein Loch rein. Warte mal. Vielleicht mit den Motten? Gucken wir mal, ob wir zu den Motten kommen. Ob das geht? Von hier aus? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Oh, dann nehmen wir eben den anderen Lüftungsschacht. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Yay, löchrig. Sehr gut. Lilly wusste, dass man Stärke versuchen... Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Perfekt. Eine... weitere Lochkarte. Haha. Ah, wir kommen in den Überwachungsraum. Oh. Den kennen wir doch. Hier war der Dings drin. Klappe. Schauen wir mal durchs Sichtfenster. Oh, was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Okay. Ich mach mal das Lügen aktiv. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Hm. Zumindest nicht mit... Lebenden. Kann ich dir einen Stecknadel geben? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Also es lag. Dem Erzähler verging langsam die Lust. Tatsache. Wolle? Dem Erzähler verging lang Tatsache. Okay, die Tür ist jetzt offen. Das ist ja schon mal etwas. Wir müssen Geist spielen. Oh, halt. Da. Wie verkleidet man sich am besten als Geist? Mit einem weißen Laken. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Natürlich ist es das. Geisterkostüm, yeah! Huch, ein
ein Geist. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach, irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Aha. Super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Moment mal. Sie strickt Stoffhasen aus Frotte? Egal, wir haben blauen Stoff. Dann können wir jetzt nämlich unser Essen färben. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig so oft du willst. Okay, also. Peter, ich hab's ja mitgeschrieben. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche und möchte Blaubeeren. Aber keine Bananen. Das heißt, wir brauchen die Bananen irgendwie in Rot oder Grün. Droggelbecher möchte allerdings Bananen und ist grün-blau schwach. Das heißt, wir müssten die Bananen rot färben. Probieren wir es einfach mal. Was sagte man dazu? Rote Bananen. So. Ach nee, Peter war das mit den Blaubeeren, Entschuldigung. Adrian ist rot-gelb blind, möchte Tomaten und keine Blaubeeren. Blaubeeren möchte aber Peter haben. So. Sowohl Peter als auch Adrian kann ich rot sehen, aber gelb kann Adrian nicht sehen, aber Peter. Das heißt, wir müssen die Blaubeeren gelb färben. Nee, das sind die Tomaten. Ich hoffe, das passt so, was ich mir hier überlege. Was sagt man dazu? Gelbe Blaubeeren. So, Petra, gelb-grün, Brokkoli, keine Tomaten. Tomaten möchte Adrian. So, Petra kann nicht gelb und nicht grün sehen. Adrian kann aber auch nicht gelb sehen. Das heißt, wir müssen die Tomaten grün färben. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. So, und Droggelbechter möchte die Bananen und keinen Brokkoli. Den möchte aber Petra haben. Beide können grün nicht sehen, aber Petra kann blau sehen. Das kann Droggelbechter nicht sehen. Das heißt, wir müssen den Brokkoli blau färben. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Okay, gucken wir mal. Packen wir mal alles auf die Pizza und hoffen, dass das funktioniert. Blauer Brokkoli? Rote Bananen. Gelbe Blaubeeren. Grüne Tomaten. Oh, alle lächeln! Das sieht doch gut aus. Guck mal, alle lächeln. Das heißt, wir können in die Pizza bringen. Juhu! Ich rede jetzt nicht mal darüber, dass der Belag in Pissoirs gefärbt wurde. Ich möchte nicht wissen, wie das schmeckt, aber okay. Ah, gut, dass wir Notizen gemacht haben. Ah, die Pizza. Wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Droggelbecher! Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht gelegt wurde?
Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Drogebecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogebecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hot Mot Igor. Wer muss noch alles an Ruti und Moti denken? Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Wir haben mal sogar schon gesehen. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler, ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey, du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hot-Botigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Späher der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droglott und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Huh? Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unlust. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Okay, das Rollenspiel beginnen wir dann mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil ich das einfach ganz nett finde. Es passt jetzt gerade wieder vom Break. Anscheinend, man kann es schon erahnen, ist hier wieder ein Dämon, der besiegt werden muss. Aber das machen wir nächstes Mal. Bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren, etc. Also, macht's gut, ihr Rollenspieler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.